Hi, da sind wir wieder. Diesmal auch nur Dandolo, den habe ich ja fortgeschickt und zum Leuchtturm, weil ich ja halt eben mit Globalmodi hätte ich beinahe gesagt, Zauber, der ganzen Organisation auf einen Schlag weggeknallt habe. Ja, okidoki, wir haben mal eine Runde geschlafen. Ich grüße euch hier vom Schlachtfeld im Oberviertel. Ja, da war doch noch einer, der war aggressivst. Den wollten wir mal gucken, ob er jetzt immer noch diesen Ezzo da gucken. Wo ist er denn? Den habe ich aber nicht. Habe ich den jetzt gekillt oder was? Ach, der wird oben sein. Ah, hier ist ein Alchemietisch, Buchkomödie. Ja. Ist er hier drin? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich den Ezzo gekillt habe. Ich bin nämlich dann schlafen gegangen, soweit ich das gesehen habe. Ja, ach ja, wie sehe ich aus? Naja, die Haare sind ein bisschen angeklatscht. So, Haare schön. Gut, gucken wir mal, wo es noch weiter Orks gibt, weil ich kann mir nicht vorstellen, was wir hier schon alle gereinigt haben. Ach ja, hier mal reingucken. Da waren wir auch noch nicht drinne. Hier gibt es nämlich schöne Klamotten, schöne Sitzgelegenheitskissen und eine leere Truhe. Ja, dachte ich es mir. Da kann ich den Hut nehmen? Hey, schade. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nicht. Schlüssel brauchen wir auch noch hierfür. Spät haben wir es denn? 8 Uhr noch was, ne? Ja. Halb neune, Popoine, reine. So, warum gehe ich jetzt hier wieder rein? Jep, gehen wir nochmal durch den Durchgang. Und gucken mal, ob noch hier irgendwo welche sind. Ja. Dann schauen wir nochmal hier rechts von. Aber hier habe ich doch auch alles weg. Ja. Aha. Moment, wir müssen ja noch auf die Mauer. Es sind ja noch welche irgendwo in der Mauer. Nicht in der Mauer. They're in the walls. Hier mal entlang gehen. Tür. Na. Sieht das nicht so gut? Witzlos. Klar, derjenige kennt das. Ach, was soll ich sagen? Wo sind denn die anderen? Habe ich denn jetzt hier wirklich alles erledigt oder wie oder was oder was oder wie? Also ich kann hier keinen mehr finden. Da oben. Lass uns doch mal nach oben gehen. Na. So. Oh, Jungchen. Komm doch mal richtig hier in die Hufe. So. Hier ist auch niemand. Jawohl. Ja, Leutle. Das war's. So viel sehe ich nicht. Habe ich denn wirklich jetzt alle abgemetzelt? Ein Questeintrag gab es ja auch irgendwie nicht. Gucken wir mal. Also unter Rückeroberung von Corinis hat sich hier nichts Neues eingebaut. Ja, jetzt gehen wir mal wieder runter. Jetzt muss man wahrscheinlich wieder alles durchsuchen hier, wo hier noch die letzten Orkis sind. Ah, hier haben wir einen Suchenden. Es kann natürlich sein, dass ich noch nicht alle Orks im Umkreis erledigt habe. Ja, mach mal wieder hier diesen... Immer wenn ich neu starte, ist dieser blöde Ring nicht aktiv. Dass ich die Orks im Umkreis noch gar nicht alle... Oh, das sind gleich zwei. Ja, dann sollte ich den Dandolo mal wieder zu mir holen. Denn
Alleine gegen zwei Suchende auf einmal. Das ist nicht so pralle. Da muss ich mal eben wieder zurück zum Leuchtturm. Nee, ich gucke noch mal lieber ein bisschen durch. Das werde ich aber dann im Off machen. Kann ja sein, dass ich irgendwie noch ein Orki hier vergessen habe. Da könnt mir einen Kommentar schreiben, dass ich hier in der Stadt Korinis einen wichtigen Platz vergessen habe oder eine wichtige Stelle. Oder? Otter! Ne, hier waren wir ja schon überall. Hafenviertel vielleicht. Ja, da fällt mir was ein. Dann machen wir mal Folgendes. Wir werden mal... Nein? Ach, Leute. Sorry. Ich muss mich wieder um... Yep, okay. Und zwar werden wir erstmal hier über die Dächer von Korinis latschen. Kann ja sein, dass hier noch irgendwie... Da haben wir nämlich mehr Übersicht. So. Und wir können eventuell noch was finden. Das geht ja auch alles. Vielleicht draußen... Ja, natürlich. Ha, jetzt fällt es mir wieder ein. Ja. Nee, da komme ich nicht hin. Ja, machen wir hier den harten. Mir fällt nämlich ein, dass wir eventuell unten noch entlang müssen. Was ist das? Ach, nur ein Abzug. Draußen an der Wiese nämlich. Haha. Und was ist hier? Ja, meh, hier haben wir einen mittleren Lederbeutel. Den haben wir vergessen gehabt. Und was liegt da noch? Auch schön. Da ist noch irgendwie Pech, genau. Nicht springen! Du sollst nicht springen. Du sollst Pech holen. So, ja, ich muss mich noch hier dran gewöhnen, wenn ich hier jahrelang mit der gleichen, da ist noch auch noch was, mit der gleichen Konstellation, wie du springst. Oh, da ist auch noch was. Und noch was? Nein. Gespielt hast. Ich habe immer für Springen mit der rechten Maustaste gemacht und jetzt habe ich sie umgemodelt in Quick Loot. Yep. Ja, ich würde mal sagen, dass wir mal hier rüber gehen. Und kommen wir hier hoch. Ja, ne? Ja, wunderbar. Dann werde ich mich mal gen Burg graben. Begeben. Zu gucken, ob da unten irgendwelche Orks übrig sind. Bin gespannt. Denn irgendwie suche ich ja noch welche. Und ich kann mir vorstellen, dass... So. Oh nein! Ich wollte gerade speichern. Ja, dann machen wir das so. Ja, der kommt mir hinterher. Dann machen wir das so, dass ich dann doch noch zum Leuchtturm hochfetze. Ich wollte ja eigentlich... wenn ich jetzt nämlich hier entlang gehe... Okay... Dann treffe ich natürlich wieder auf Suchende und das möchte ich nicht. Okay. Rune angelegt. Und da haben wir unseren Tandolo wieder. Schön. Los, komm mit. Komm mit. Auf geht's. Ja, Tandolo, wo wollen wir denn jetzt hin? Wollen wir wieder runter? Oder hier hoch? Ach, wir gehen einfach mal wieder runter und gucken mal, ob wir unten da bei den anderen schlafenden Suchenden irgendwie fündig werden. Na, kommst du mit? Ja, er holt mich sogar ein. So, dann werden wir mal hier auf Scout-Modus gehen. Sicherheitshalber nochmal.
die Giftgeschichte einladen. Mhm, gut. Okay. Kommt mit. Haben wir hier noch wen? Nein, hier ist keiner. Okay, starten wir doch mal hier den Höhlenbewohnern mal einen Besuch ab. Nee, ich glaube, ich müsste dann hier hin, wenn ich Corinnes wirklich befreit habe. Hier jetzt die Zeit zu verschwenden, bringt, glaube ich, nichts. Okay, also. Dann Dölge, komm her. Feuernesselsche. Wunderbar, wunderbar. So. Supi. So, hier muss das sein. Okay, oh, das ist viel, was er mir da gibt. Ja, der war natürlich wieder bekloppt von mir. Ich muss natürlich erstmal das Kampfverhalten von Dandolo mal wieder auf offensiv stellen. Damit, wenn er auch einen sieht. Genau, richtig. So, dann werde ich mich mitmachen. Super. So ist das nämlich gewollt. Ja, dann Dolle, dann haben wir das hier auch. Es ist ruhig, zu ruhig. Hm, dann Dolle hat ein bisschen was abgekriegt. Versuchen wir mal, ob wir hier oben noch wen finden. Von hier aus nix. Also ich würde einen Vorschlag machen für unsere Zuschauer, lieber Dandolo, dass wir so weit hier die Gegend erkunden und uns dann wieder einschalten, wenn wir tatsächlich was finden. Was meint ihr? Ich glaube, das machen wir so. Eine ewige Rumsucherei. Nicht so pralle. Okay, bis später, liebe Leute. So, wieder zurück in der Stadt. Stimmt ja, hier hat es ja so lustige Leute hier. Mit so lustigen Hüten auf. Was haben die denn zu sagen? Hallo, wer bist du? Ich heiße Finlay und bin mit ein paar Freunden nach Corinnes gekommen, da es auf dem Festland nicht mehr sicher genug ist. In Koragons Kneipe haben wir es uns gemütlich gemacht und vertreiben uns dort die Zeit beim Würfelspiel. Interesse? Naja. Wenn du gegen mich und meine Freunde mehrere Spiele bestehst, kannst du nicht nur viel Gold, sondern auch was ganz Besonderes gewinnen. Was? Rede mal mit unserem Anführer Hugh. Er wird dir sagen, wie die Sache läuft. Wenn du mit ihm alles geklärt hast, können wir zwischen 18 und 23 Uhr in Koragons Kneipe spielen. Wie hoch ist der Einsatz? Unser bester Spieler Hugh verlangt 200 Goldstücke. Bei mir, Duncan und Alistair zahlst du nur 100 für jedes Spiel. Also. Und futsch ist er. Ja, das sind ja ganz besondere Spezies. Ja, da ist er jetzt nämlich hingegangen. Aber Würfel spielen, das ist jetzt nicht so meine Option. Ich möchte auch ganz gerne. Ah, hier ist Finlay wieder. Ja, Koragons Kneipe, ne? Ist doch Koragons Kneipe, oder? Nein, nicht, oder was? Ja. Oder? Hä? Komm, stopp. Hier sind ja die Nächsten. Aber trotzdem
Hugh de Mortimer. Trotzdem können wir mal anfragen. Ja, das ist Coragons Kneipe. So, hallo. 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 Wer bist du? Ich heiße Hugh de Mortimer. Man nennt mich aber auch den König der Spieler. Den König der Spieler? Was heißt das? Nun, das heißt, dass mich das Glück bisher noch nie verlassen hat. Oder sagen wir so gut wie nie. In der Regel gewinne ich alle Spiele. Wenn du so viel Glück hast, wird dich wohl niemand mehr herausfordern. Ha, im Gegenteil. Viele versuchen mich zu besiegen, denn ich spiele mit hohen Einsätzen. Und falls jemand das Glück haben sollte, 8 Spiele hintereinander zu gewinnen, kann der Sieger etwas ganz Besonderes von mir bekommen. Ja, und was denn? Wie hoch ist der Einsatz? 200 Goldstücke. Und was kann man bekommen, wenn man alle 8 Spiele gewinnt? Ja. Das kannst du dir aussuchen. Ach ja? Entweder ein Elixier des Geistes, des Lebens, der Stärke oder des Geschicks. Ich spiele aber nur mit dir, wenn du zuvor meine Gefährten besiegt hast. Okay. Wer sind deine Gefährten? Duncan, Finlay und Alistair. Wenn du Interesse hast, dann komm abends gegen 18 Uhr in Coragons Gasthaus. Welches hier ist? Taverne zur fröhlichen Masse. Ja, okay, dann haben wir das jetzt mal auch mal gewusst oder überhaupt auch mal abgeklärt. Was es mit diesen lustigen Typen hier auf sich hat. Ja, folgendes. Wir gehen woanders hin. Oh, ich weiß nicht, heute bin ich ein bisschen lasch drauf. Ich hoffe, das ist nicht so jetzt so. Komm. Nandolo. Wir gehen nämlich mal zum anderen Tor hin. Da haben wir nämlich noch was vergessen. Da ist nämlich noch ein schwarzer Suchender. Genau. Und zwar dürfte er da hinten stehen. Ja. Schwupps, da ist er ja wieder. Ich habe mal abgespeichert. Ja, da wollen wir mal gucken. Ah, ich habe keinen Giftpfeil reingeballert. Das ist jetzt aber, glaube ich, auch nicht so schlimm. Genau, richtig. Und... Na, nicht auf mich schießen. Oh, Glück gehabt. Wunderbar. Dandolo, alles gut? Ja, du bist gut drauf, ne? Die Bauernhöfe sind ja alle befreit. Da hinten ist ja noch ein Suchender. Okay, das riskiere ich mal. Und da ist ja noch ein Suchender. Oh weia, Popeye. Ich habe ja abgespeichert zum Glück. Shit. Ah, Mist, das wird nichts bringen. Oh Mann. Ja, ich hätte eigentlich doch nochmal mit dem Pfeil und Bogen schießen sollen. Mist. So, Dandolo, machen wir mal Teamwork. Du nimmst den einen, ich nehme den anderen. Aber zuerst esse ich einen schwarzen Keks. So. Oh, hoffentlich ist... Da ist er. Ach, Dandolo. Oh, Dandolo ist auch schnell. Okay, einmal hat's mich erwischt. Okay, Dandolo ist auch, in Slow Motion gewesen. Und da hinten gibt's noch gezücht. Habe ich eigentlich den hier? Ah, jetzt ruckelt's wieder ein bisschen durch dieses viele ein und, ja, haben wir schon. Dann werden wir Folgendes machen. Werden wir mal, speichern nochmal. Weil immer wenn neue Kreaturen irgendwo sind, dann schon wieder so ein Mistvieh. Ja, ist doch weg. Und dann geht's meistens eigentlich immer schön weiter, ne? Hier könnten wir auch nochmal runtergehen, Dandolo. Wollen wir das mal machen?
Aber ich loote erstmal hier den Wolf. Ja, die Bauernhöfe, der ist ja befreit. Jetzt gehen wir mal hier runter und gucken uns dann das mal an. Und das rappelt mir zu viel vom Aufbau hier. Muss ich nochmal das Spiel neu starten? Das machen wir dann gleich. Warten erstmal, bis Nandolo wieder da ist. Okay. So, nochmal neu gestartet das Spiel. Jetzt gucken wir mal, wenn wir rennen, ob es wieder so ruckelt. Nein, tut es nicht. Ich habe bei den 4G-Patch drin. Okay, hier gibt es nichts. Ach, so viel Vegetation hier. Hier müsste irgendwo eine Bank sein. Wo sich so zwei Jäger immer aufgehalten haben. Oder war das wieder in einer anderen Mod? Bei Belaya war das nämlich so. Ich höre was. Aber ich sehe nichts. Mein Gott, obwohl ich eine Brille trage, sehe ich nichts. Oh, ein schwebender Baum. Nö. Jetzt sind wir hier an der Stelle. Ist hier denn noch was? Nein. Gehen wir mal hier ums Eck. Ja, richtig. Da ist ja noch eine andere Höhle. Das sind immer so Fleckchen, die man hier echt total vergisst. So. So nämlich. Wie viele sind es denn diesmal? 1, 2. Oh, weia. So, da wollen wir erstmal hier ein bisschen Abstand nehmen und speichern. Komm dann, Dolo, ich gebe dir mal einen ordentlichen Trink erstmal, bevor wir da weitergehen. Hier, nimm den Heiltrank. Sehr gut. Jawohl, das ist schon viel, viel besser. Jetzt gucken wir mal, wo wir hier die Suchenden finden. Also hier haben wir zwei Stück. Jawohl. So. Mann. Wird nix. Das wurde doch was. Ich hab mich schon gewundert. Das war echt knapp, liebe Leute. Wow. Okay, trinken und speichern. Weiter geht's im Prospekt. So, da wo die Höhle ist, gucken wir auch nochmal kurz nach. Aha. Hier gibt's keinen Suchenden. Okay. Oh, yo. Oh, Dandolo. Ich sollte dann vielleicht eventuell, wenn ich hier durch bin, zu Xardas Turm hochgehen. Ich glaube, das wäre wohl... Ah, hier, Marlet, Bauer, Hilda, Lobart. Nee, ich muss ja noch jemanden... einen Teller zurückgeben. Das war Lema oder so. Genau, und dann muss ich den Beschuldigten auch noch ansprechen, dass er nicht mehr schuldig ist. Das werden wir aber alles noch nachholen können. So, Dandolo, lass uns mal Richtung Xardas Turm laufen. Oh, was haben wir denn hier noch? Wütender Feldräuber. Schon wieder so ein Mistvieh. Haben wir wohl vergessen, was? Gibt's noch mehr hier von der Sorte? Oh, da oben ist ein Suchender. Nee, das ist mir zu pralle, zu nah. Das heißt also, der ist irgendwie in der Nähe des Feldes. Dann werden wir mal hier hochgehen. Mitten auf dem Grundstück. Ist ja gemein. Da ist er. Gibt's noch mehr von der Sorte? Nein. Okay. So, dann versuchen wir mal unser Glück, indem wir ihn mal erstmal hier
anspannen. Und noch ein bisschen. Ja, sehr gut. Und lasst uns nicht aufhalten hier. Ah! Ja, wunderbar. Geklappt, liebe Freunde. Zip. Jetzt geht's ja hier noch weiter hoch. Genau, lass uns doch mal oben bei dem Steinkreis gucken. Aber nicht mit dem Säbelscouten. Das ist ja lustig manchmal. Hier gibt es ja noch Sachen. Schafe. Ich kann mir vorstellen, dass hier wer ist. Weil das ist ja so ein mystischer Ort hier. Sieht doch nicht so aus. Und echt diese Lost Places hier. Da, wo man eigentlich was vermutet, ist hier nichts. Stopp, aber eine Platte mit Stein. Steintafel der Lebensenergie. Schön. Die werden wir jetzt gleich mal lesen. Jawohl. Das hat doch was gebracht, finde ich. Ich habe meinen Jumper ausgezogen. Okay, jetzt geht's. Ja, also mal. Wir gehen wieder zurück, Dandolo. Siehst du, sobald ich irgendwie was anderes mache, auf Toilette gehe oder meinen Jumper ausziehe. Schalter? So war ja. Stimmt, da war doch irgendwie was. Passiert denn da noch was? Weltknöterich. Noch ein Schalter. Nope. Noch ein Schalter, also drei. Okay, hat tut sich wieder nichts. Gut, dann Richtung Xardas Türmchen. Gehen wir mal gleich hier über den Bauernhof. Na? Hier an dieser schönen Windmühlen vorbei. Wusch. Kommt's mit? Jo, er kommt mit. Gehen wir am besten gleich hier rum. Ach ja, richtig. Jetzt mal anlaufen nehmen. So, schaffst du das auch, Dandolo? Das schafft der hier nicht. Doch, er ist irgendwie durchgeklippt. So, jetzt wird es natürlich auch wieder ein bisschen spannend hier. Könnte sein, dass... Da! Siehst du, den haben wir einfach übersprungen, den Suchenden oder die Suchenden. Das sind ja, glaube ich, wieder zwei. Ach, du liebes Läuschen, zwei Stück. Mhm. Nee, nicht zwei, drei. Gut, jetzt hat es auch noch angefangen zu regnen. Jetzt werde ich mit Dandolo so nah wie möglich hier rangehen. Oh, hier ist ein Fels als Deckung. So. Und da wir ja wissen, wenn ich diesen schwarzen Keks esse, dass die dann sehr langsam sind. So. Okay, aufpassen, machen wir erstmal einen Kreis hier rum. So, du hast gerade gesucht. Nein, Dandolo, nimm den anderen. Okay, wir machen jetzt mal eine Doppelmagie-Kombo. Wir essen erstmal so einen schwarzen Hals hier. Machen dann die Eiswelle. Genau, richtig. So, hoffentlich sind die alle eingefroren. Das sind sie auch. Und dann kloppen wir mal auf die Suchenden ein. Okay, Dandolo braucht natürlich noch ein bisschen länger. Das ist natürlich klar. Sup, sup, sup. Ach nee, Dandolo ist auch bei der Linken. Ja, das ist doch Teamarbeit, Leute. Moment mal. Okay.
Haben wir sie zu dritt geschafft? Zu zweit geschafft? Sieht so aus. Sehr schön. So geht's nämlich auch. Hervorragend. Okidoki, geht es weiter oder geht es munter woanders hin? Ach ja, es regnet und ich habe keine Ruhe. Jetzt werden wir weiter gucken. Wie wir weiterkommen. Ah ja, jetzt sind wir an der Stelle. Schauen wir uns doch nochmal hier um. Ist hier noch was gäbe? Ja, ich weiß, das ist noch nicht der Zugang. Aber wir werden trotzdem mal hier weitergehen. Auweia. Und die Zeit rennt uns davon. Dandolo. Komm doch nicht an. Wir sind nicht pünktlich. Da ist er. Oh, oh. Menno. Glückesgeschick. So, auf alle Fälle, lieber Dandolo, hätten wir es ja schon bis hierhin geschafft. Und für die Folge ist auch schon wieder Schluss. Naja, dachte ich, komme ein bisschen weiter. Liebe Leute, danke für euer Zusehen. Ein Sprüchlein und ein Däumlein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.